Also, wir haben ja heute eine Premiere, weil wir sind das erste Mal in unserer Podcast-Karriere nicht in unserem Studio, sondern wir sind heute im Hotel Bristol in einer ganz anderen Atmosphäre. Wir übertragen das auch auf YouTube, also für die, die es dann auf Video anschauen wollen, die sehen dann, dass wir da in einem wunderschönen Raum sitzen. Warum sind wir heute auswärts? Das hat einen guten Grund, weil mein Gast in 30 Minuten dort sein neues Lokal eröffnet in der Stadt Salzburg. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt vorher noch plaudern können. Herzlich willkommen, Leo Hillinger. Herzlich willkommen. Lieber Leo, wir sitzen jetzt da und trinken Wasser. Wein werden wir nachher trinken, gehe davon aus. Würden wir jetzt Wein trinken zu dem Anlass? Welchen Wein würden wir denn trinken? Na, jetzt würden wir anfangen mit einem leichten, frischen, fruchtigen Sauvignon Blanc. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsweine, gerade im Sommer. Obwohl jetzt kein Sommer ist in dem Moment, aber der passt nicht mehr. So ein leichter, knackiger, frischer, eiskalter Sauvignon Blanc, der ist so richtig frisch und knackig und typisch Sauvignon Blanc, und den trinke ich als erster immer. Meteorologisch haben wir ja noch Sommer, also darf man den ruhig noch trinken. Der kommt eh noch, der Sommer, hoffentlich kommt er jetzt im Herbst, weil für uns ist es optimal, wenn es jetzt ein bisschen ankühlt, dass die Nächte nicht so heiß sind oder warm, über 20 Grad, weil dann haben wir eine gewisse Frucht, mhm, und die Frucht brauchen wir. Weil durch den Klimawandel hat sich das natürlich geändert und es sind sehr heiße Sommer teilweise. Wenn es in der Nacht sehr kühl ist, sehr warm ist, dann verliert er die Säure und die Frucht. Und Gott sei Dank ist es jetzt wieder kühl. Mhm. Und dann kommt jetzt der Herbst. Wenn wir einen schönen langen Herbst kriegen, dann haben wir es wieder geschafft. Du sprichst da eh gleich was an, was ich dich fragen wollte. Thema Klimawandel. Was glaubst du, wie schauen die Weinberge in 25 Jahren aus? Was glaubst du? Weißt du, die Frage ist so schwierig. Wir müssen jetzt natürlich schon, wenn ich mir denke, wie ich angefangen habe, Anfang der 90er war das Klima natürlich auch ein anderes. Mhm. Wir haben dann 97 haben wir den ersten Hill 1 gemacht. Das war für uns schon spektakulär warm. Dann ist es gekommen 99, dann ist es gekommen 2000, 2002, 2004, 2006, 2003 war zum Beispiel ein sehr heißes Jahr. Und dann haben wir gemerkt, dass auch große Sorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah auch bei uns reif werden. Weil es relativ lang hängen lassen können. Früh reif werden und dann lang hängen lassen. Das heißt, also die Traubenkerne, die Tannine werden ausgereift. Früher war das nicht zum Trinken. Das war alles so sperrig, weil die Tannine so hart waren und nicht ausgereift sind. Also werden wir schauen, wie sich das noch weiterentwickelt und wie sich auch der Wein per se, glaubst du, dass diese Österreich-Spezifika dann noch geben wird in 30 Jahren, sage ich jetzt einmal? Ja, ich glaube schon, weil es gibt immer verschiedene Lagen, das mache ich auch so. Ich sehe jetzt die fruchtigen, frischen Sachen, auch im roten Bereich, Pinot Noir zum Beispiel, die sehe ich immer auf sehr kühle Lagen, wo es in der Nacht mit einer kalten Luft runtergeht und dann bleibt das schon so. Du musst immer schauen, dass noch kühlere Lagen, Nordlagen, die, was man früher überhaupt nicht gesetzt hat, die setzt man jetzt, dass man mehr Frucht rauskriegt und nicht so viel Sonne hat wie auf der Südseite. Mhm. Du bist ja in erster Linie Winzer, Weinbauer, so kennt man dich. Du hast natürlich ganz viele andere Rollen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber kannst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zum Thema Weinbau gekommen bist? Dein Vater war ja Weinhändler, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe. Genau, du hast dich gut informiert. Mein Vater war Weinhändler. Mhm. Der hat eigentlich Weintrauben und Wein gekauft und hat das faktisch in die 2-Liter-Flaschen gefüllt und dann verkauft um 21 Schilling in Doppler. Das waren drei Sorten, halbtrocken, weiß, trockenweiß, also Hausmarke, spezieller Weißwein und spezieller Rotwein. Das waren eigentlich unsere drei Sorten, was wir gehabt haben. Und dann zu Weihnachten haben wir denselben Wein in ein paar Tönen gefüllt und Fantasienamen, also Traubensorten, flexibel gewesen, nicht? Da hat es alles gegeben, von Neuburger bis zum Silvaner, alles. Ja. War alles drin, weil wir sind ja alle Traubensorten irgendwie zusammengekommen. War ja okay, aber halt ein anderer Wein. Mhm. Und ja, der Vater war ja eigentlich auch, der hat das sehr gern getrunken, das war wichtig, die Roten haben halbtrocken sein müssen, so 15, 20 Gramm Restzucker, weißt, dass er nicht scharf war, mhm, haben sie gesagt, ja. Die Leute, dass er gut rinnt. Mhm. Und das hat der Papa auch gern getrunken. Da habe ich meine ersten Weine, da habe ich ihm gesagt, du musst die anderen nennen wie Hausmarke. Du musst so Roter Rubin, das war der erste, die Literware, haben wir schon ein bisschen besser gefühlt dann. Weil das war mein Einfluss
schon der erste Einfluss. Du hast den Marketingzugang gehabt, gell? Genau, und vor allen Dingen, nein, ich habe gesagt, einfach, wir müssen schauen, dass man halt auch in der Liter war und nicht im Doppler nur, sondern und da haben wir auch die Etiketten gehabt und schon Roter Rubin war dann der Star. Das hat jeden getaugt. Du warst ja eigentlich immer sehr waghalsig in deinen Mitteln und Methoden, hast einiges riskiert, vieles auf eine Karte gesetzt. Würdest du das heute alles rückblickend wieder genauso machen oder sagst du, na, um Gottes Willen, mag ich gar nicht mehr dran zurückdenken? Nein, ich denke natürlich jetzt, denke ich gerne zurück, aber damals war das oft harakiri, das muss man echt sagen. Nicht viel nachgedacht, sehr naiv gewesen, sehr jung gewesen, wenig gewusst, Gott sei Dank wenig gewusst, weil sonst hätte ich manche Sachen vielleicht wirklich anders gemacht. Habe mich natürlich brutal beeinflussen lassen, damals auf der Bank und habe immer geglaubt, das ist schon so richtig, heute würde ich schon manche Sachen betriebswirtschaftlich anders machen. Und was ich so aus dem Herzen und aus dem Bauch heraus gemacht habe, das war schon gut. Das war viel Herzentscheidung, viel Bauchentscheidung. Und ich habe sehr viel, was ich international gesehen habe, weil ich war in Australien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien und Deutschland und das habe ich dann alles umgesetzt, beinhart. Du hast ja ein Weingut in Südafrika, bist da relativ genau, häufig. Genau, dort mache ich Wein in dem Weingut. Das Weingut gehört nicht mir, das ist ganz wichtig, weil das bedeutet immer sehr viel Kopfweh. Ja. Man kann relativ schnell was kaufen, aber da muss man immer die ganzen Spuren, das muss man natürlich alles mitnehmen. Und ich muss sagen, so wie es hier ist, das gehört einem Freund von mir in Österreich, den Alexander Weibel und seiner Familie. Und dort suche ich mir die Trauben aus und mache meine Weine und ich helfe ihnen auch beim Weinmachen. Wir machen sehr viel Geschenke. Dankeschön. Jetzt gibt es ein Bier. Okay, normal kann ich das nicht machen, aber heute machen wir Ausnahme, ist ein Sozialprojekt. Dankeschön. Sehr gut, lass da schmecken zum Wohle. Den Wein gibt es nachher. Also du beziehst den Wein von ihm sozusagen. Die Trauben. Die Trauben von ihm, genau. Ich suche mir die Trauben aus in den besten Lagen und habe ja mit den Winemakers sehr gutes Verhältnis. Bin auch sehr viel auf der Uni in Stellenbosch, wir versuchen sehr viel, der Winemaker war schon bei uns in Österreich, die Tochter von Alexander hat bei uns schon Praktikum gemacht, meine Leute haben da schon Praktikum gemacht, es ist ein reger Austausch und es sind sehr, sehr gute Produkte. Es ist in Constantia, das ist hinterm Tafelberg, das ist eigentlich der botanische Garten, irrsinnig grün, ganz dicke, große Eichenbaum, also man glaubt eigentlich, dass man in Kanada ist, weil dort regnet es also, die haben mehr Niederschläge wie die Steiermark, muss man sich mal vorstellen. Ja, interessant. Okay. Du hast auch einen Sohn, der auch schon in der Weinproduktion ist. Gell? Der ist jetzt 19, wenn ich richtig informiert bin. Der hat jetzt ein eigenes Weinset kreiert mit dem klingenden Namen Without Dad. Ja, Jack Without Dad. Er heißt auch Leo. Und der... Das war immer schwierig mit der Mama, die hat immer Leo gerufen, und sind alle zwei irgendwie gekommen. Und dann ist der immer, als Bub war der so ein Jack Sparrow-Fan, der ist immer mit den Augen kloppen und umgerannt und mit dem Säbel. Und so ist der dann zum Jack geworden. Jetzt ist er der Jack und du der Leo. Genau, und er ist, ich habe ihm gesagt, hör zu, es ist an der Zeit, du hast bei mir gewohnt, du hast bei mir gegessen, ich habe für die Schule gezahlt, jetzt musst du was arbeiten und jetzt geh ich in den Weingarten, dann kannst du bei mir pachten. Und dann machst du einen eigenen Wein und so kannst du mir das dann alles zurückzahlen, was ich für dich ausgegeben habe. Und so hat das eigentlich angefangen. Er muss auch Erfahrungen sammeln. Der hat einen Weingarten gemacht mit seinem Freund zusammen und die haben das dann das ganze Jahr bearbeitet und dann hat er einen Wein gemacht. Und er ist ja sehr stolz drauf. Ich habe ihm eine super Lage gegeben, wo ich eigentlich in Hils 2 mache. Ladisberg ist das. Und ich muss sagen, das ist schon ein guter Stoff. Dass er draufschreibt, ohne Papa, das verstehe ich, das ist ein bisschen eine harte Geschichte. Weil natürlich wüsste dann auch, dass er auch Leo Hillinger draufschreibt und so heißt, vielleicht Junior oder so. Aber er wollte das so haben und es ist auch gut so, das ist sein Projekt und er soll
er sollte einmal erfolgreich werden. Er braucht mir jetzt nicht da in die Fußstapfen. Irgendwann muss er es eh dann übernehmen. Aber jetzt, momentan, soll er seine eigenen Wege gehen. Er fängt jetzt eine Lehre an im September. Und da macht er 3 Jahre Lehre. Er hat so eine Wanderschule gemacht. Er war auf der ganzen Welt, Kunst in Florenz und in Südafrika, haben sie Township unterrichtet und Spanien, Biobauernhof, haben sie dort Spanisch gelernt. Und dann waren sie in England drüben und auf der ganzen Welt haben wir umgereist. Und da habe ich jetzt ihm die Möglichkeit gegeben, seinen Charakter zu festigen. Ich habe gesagt, du brauchst nicht in eine Weinbauschule gehen. Mir ist lieber, du machst noch eine Weinbaulehre, dass du das Arbeiten lernst. Nebenbei und bei machst du deine Sorten, also deine eigenen Marke. Und nachher muss er ins Ausland. Mhm. Er muss 5 Jahre einmal ausschnuppern. Das hat mir am meisten gebracht. Diese anderen Länder, die anderen Menschen kennenlernen. Wir machen die Weine. Immer bei der Weinlese dabei sein, die Erfahrungen sammeln und dann seine eigenen Wege gehen. Der braucht nicht mehr jetzt 1:1 nachfolgen. Ich kann ihm nur sagen, Bub, wenn du mich brauchst, bin ich da. Dann kann ich dich unterstützen, bis ich herumfalle. Oder er sagt, Alter, schleich dich und ich bin weg. Dann, das geht schon. Also, aber du hast ja auch relativ viel angeschaut und viel gelernt rundherum. Schulisch, glaube ich, warst du nicht so passioniert. Wie geht es deinem Sohn? Ist der lieber in die Schule gegangen als du? Das hat der genau von mir. Ich meine, der ist bei Weitem besser wie ich in der Schule, aber er geht nicht gerne in die Schule. Er ist eher so ein praktischer Mensch, so wie ich. Ich bin auch kein Bürotyp. Ich habe sogar mein Bürotyp bei meinem Prokuristen gegeben, weil ich nie da bin. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt im Büro ist. Der Bub genauso. Es ist unglaublich, wie gleich man sein kann. Schultag, der muss arbeiten, das taugt ihm. Da ist er unter die Leute und kann er manuell was tun und so. Das ist halt auch wirklich ein Bauer. Der ist ein Jammer mit dem Handy und so. Gell? Also den kannst du 2, 3 Tage gar nicht erreichen, weil der schaut gar nicht aufs Handy. Das interessiert ihn nicht. Meine Tochter, du schreibst was, sind schon die blauen Feuer da, weil die immer am Handy sind. Das ist genau das Gegenteil. Der Bub kann posten und so wie ich. Gell? Also der ist doch gar nicht so, den taugt das nicht. Mhm. Und das ist eh gut so, weil der so wie ich, ich war immer in der Natur draußen, mir hat das Leben, ich habe nie was zum Essen gebraucht, weil ich immer irgendwelche Ruhmauszahlen und gegessen und Kirschen und Dings. Mhm. Das war mein Leben, ich war immer ein Naturbursch. Also du warst, bist sehr umtriebig, dein Sohn ist offensichtlich auch sehr umtriebig. Es heißt ja, more than wine heißt dein Slogan auch. Also du machst ja auch nicht nur Weinbau klassischen, du bist auch Investor. Man kennt ja aus 2 Minuten 2 Millionen sehr gut. Bist Buchautor, wir haben eh das Buch da. Du hast eine Kosmetiklinie. Wie viele Stunden hat dein Tag? Weil wenn ich das so durchliest, dann denke ich mir, deiner hat wahrscheinlich mehr Stunden als meiner. Ich glaube ja. Also du schlafst wahrscheinlich nicht viel. Nein, ich schlafe nicht viel. Das muss ich eh ändern. Da habe ich eh schon wirklich, also das Einzige, wo ich da anschalten kann, ist in Südafrika, wenn ich unten bin. Aber ich jetzt zum Beispiel gestern bin ich in Frankfurt eingeflogen worden von einem Investor. Wir haben gestern 1200 Punkte Backweine getrunken und analysiert in einer sehr überschaubaren Gruppe, 6 Leute. Und das war Wahnsinn. Bin aufgeflogen worden, bin heute in der Früh runtergekommen. War nur Stress. Jetzt habe ich dann am Montag noch eine Pressekonferenz gehabt, Fotos gemacht, hergefahren. Jetzt dann die Eröffnung. Also ich hab sicher 3 Stunden mehr habe ich nicht geschlafen. Wahnsinn. Das ist aber normal, so um die 4 Stunden schlafe ich, vielleicht 5. Aber manchmal tue ich mich schon ein bisschen bessern. Mhm. Muss ich sagen. Ein bisschen Rückzug wirst brauchen. Ja, weißt du, weil mein Arzt sagt, wenn du so weiter tust, lebst du nicht lang. Nicht? Mhm. Und für mich ist ein ganz wichtiges Ziel, lang leben, gesund sterben. Mhm. Weißt du, ich habe viele Mitarbeiter, die haben viele Familien, die brauchen alle Arbeit. Und für mich ist es schon wichtig, dass ich auch nicht egoistisch bin, sondern schon schaue auf meine Leute. Ich habe gute Leute, ich habe richtig gute Leute. Wie groß ist dein Team? Wir haben so im Weinbereich haben wir um die 80 Leute. Mhm. Wir waren schon über 100. Aber jetzt haben wir so um die 80 Leute.
und natürlich in der Weinernte bei weitem mehr. Und dann die Startups haben ja auch alle Mitarbeiter. Ja. Das ist schon, das werden schon einige Leute sein. Also so einen typischen Tag im Leben von Leo Hillinger gibt es jetzt wahrscheinlich in dem Sinn nicht. Es ist auf jeden Fall immer dicht gedrängt und mit vielen Terminen gespickt. Meine persönliche Assistentin, die Martina, die denkt sich, so möchte ich nicht leben. Das ist, die tut jede Minute das Eintritt. Ja, die muss das organisieren, aber, oder? Einer und bitte? Die muss die organisieren. Ja, aber die macht das, die ist so eine tolle Familienmutter und eine Ehefrau. Und nebenbei macht die meine Termine. Und sie, ich schaue schon, dass ich nicht zu viel, sondern die macht das ganz gut. Sie ist auch sehr viel online, muss ich sagen. Aber die wird es nicht tauschen wollen mit mir. Die wird es vielleicht auch gar nicht schaffen. Das muss man ja gesundheitlich auch schaffen. Dass man ja, und dann noch den Sport dazu und so, das war zu stressig. Mhm. Die Leute glauben immer, der Hillinger, der ist so super, nicht? Der fliegt auf der ganzen Welt um und hat dort Termine und da Termine und so. Das glauben alle, das ist lustig. Das ist nicht lustig. Man sieht ja immer noch das Schöne, muss man sagen. Genau. Ich meine, für mich muss ich sagen, für mich, ich kenne es ja gar nicht anders. Mhm. Und das ist ja aufgebaut worden durch mich. Und ich habe das auch mir ausgesucht. Es ist ja nicht so, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich jammer jetzt. Und da bin ich ja auch rindfisch. Und für mich ist ja das auch keine Arbeit nicht. Ich sehe das 300.000 mehr, wir dauern leider. Weißt du, es ist nicht so, dass mir das alles zuwider ist. Wenn man es mir zieht, werde ich das nicht machen. Ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Ja, ja. Und jetzt bist du wieder in Salzburg und eröffnest ein Lokal. Das freut uns Salzburger sehr. Du bist in einer wunderschönen Location, also direkt am Eingang zum Mirabellplatz. Wie bist du auf das Lokal gekommen oder wie hat sich das ergeben? Ja, warum das, Salzburg? Ich war ja schon vor allem in Salzburg. Ich war draußen im Outlet-Center. Das haben die Salzburger leider nicht so aufgenommen. Nicht jetzt mein Weinbar, sondern das Outlet-Center. Mhm. Und ich muss sagen, das war eigentlich für das, was so los war, eigentlich recht erfolgreich. Leider sind halt dann die Mieten so aufgegangen, dass es halt dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und selber bin ich drauf gekommen, dass ich selber auch kein Gastronom bin. Mhm. Ich bin Weinbauer aus Leidenschaft. Und jetzt hat sich das so entwickelt, dass ich Franchiser habe. Und ich bin Kitzbühel und in Wien habe ich auch einen Franchiser-Partner schon, mit denen mache ich auch andere Sachen zusammen. Zum Beispiel die Weinbar am Rothausplatz in Wien. Und dann sind die Burschen auf mich zugekommen. Und ich bin dann so total aufmerksam geworden, weil die vom Essen her, das ist Dean and Dave, und die machen einfach, Dean and David, die machen so richtig gutes Essen. Ich bin so ein gesundes Gesundheitsfreak. Ich kann von dem, das ist meine Basis. Dadurch, dass ich Sportler bin und da relativ viel ist, muss ich das richtig Gute essen, weil sonst schaut es nicht so gut aus. Und das Konzept mit der Weinbar, mit mir als Biologen, 15 Jahre schon biologisch und weißt, ein gutes Glas Wein und ein gutes Essen und so, das passt sehr gut zusammen. Und das Allerwichtigste ist, welche Leute stehen da dahinter? Mhm. Und die Burschen sind super professionell. Die waren in ihrem früheren Leben Vorstände von ganz, ganz großen Konzernen und die machen keine Fehler. Die denken sehr lang nach, gut nach und gingen einen Schritt nach einem. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich muss sagen, es muss mit einem furchtbaren Teufel zugehen, dass das nicht funktioniert. Hm. Weil alle Parameter stimmen einfach. Hm. Und so, du bist da in der Innenstadt, also mitten in der Altstadt, kann man sagen, also bessere Lage gibt es kaum. Traumhaft eben mit dem Mirabellgarten und Marktplatz, also das kann man sich schon kaum schöner aussuchen. Absolut. Und weißt, Lage. Dann die Partner dazu, die auch hinter dem Produkt stehen, die waren ja bei uns, die haben wir dann ausgebildet. Das war auch wichtig für uns, dass die das auch inhalieren, die das auch leben. Und so ist das eine Symbiose. Ne? Und das Lokal ist jetzt quasi Tür an Tür oder verbunden mit Dean and David, also Essen und Weinbar zusammen. Also ist eigentlich eine perfekte Ergänzung.
Ja, ich würde eh sagen, die Zeit läuft und ich glaube, drüben werden sie auf die warten. Wir werden jetzt dann rübergehen und dein Lokal einweihen, oder? Ja, ich freue mich. Sehr gut. War ein schönes Gespräch, danke. Ja, vielen Dank und alles Gute für das Lokal in Salzburg. Dankeschön. Danke.